Tatsächlich, so ist das. Und bei uns ist eine Ministerin, die noch, naja, vielleicht 2 Stunden geschäftsführende Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist und auch noch Bundesministerin für Arbeit und Soziales, auch geschäftsführend. Und dann, obwohl sie erst im September 2013 in den Bundestag gekommen sind, alles schon ziemlich viel mitgemacht hat, dann wieder das Ressort wechselt und dann Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz wird, Katharina Barley. Schön, dass Sie da sind. Wie ist das, wenn man innerhalb so kurzer Zeit so häufig die Ressorts wechselt und jetzt wieder vor einer völlig neuen Aufgabe steht? Ich glaube, das war die längste Anmoderation, die ich hier erlebt habe. Ja, das stimmt, das sind viele Ämter. Das waren ja Situationen, die dazu geführt haben, dass ich diese 2 Ministerien übernommen habe. Einmal die Krankheit von Erwin Sellering in Mecklenburg-Vorpommern und den Wechsel von Manuela Schwesig und dann, dass Andrea Nahles Fraktionsvorsitzende wurde. Insofern wurde ich da in diese Ämter quasi von 0 auf 100 reingeworfen. Das ist, ja, das passiert im Leben. Familie ist mein Thema, Frauen, schon ganz lange. Deswegen war das für mich sozusagen das natürliche Ressort. Arbeit und Soziales hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Aber ich bin natürlich von meinem beruflichen Hintergrund her Juristin. Ich habe viele Jahre im rheinland-pfälzischen Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gearbeitet. Also das ist sozusagen back to the roots für mich, zurück zu meinem zivilen gelernten Beruf. Wie ist das, wenn man sich da jetzt wieder neu drauf einstellen muss? Also Sie hatten ziemlich viel zu tun die letzten Monate auch. Sie hatten da vorher ziemlich viel zu tun als Generalsekretärin auch. Und jetzt wieder, wie gesagt, neues Ressort. Wie ist das, wenn man diese Nachricht bekommt, du wechselst eben jetzt in dieses Amt? Was passiert da auch im Kopf, auch emotional? Also es ist natürlich viel Abschiedsschmerz dabei jetzt. Morgen werde ich 3 Übergabezeremonien haben. 2-mal gebe ich ab, 1-mal erhalte ich von Heiko Maas die Verantwortung für das Justizministerium. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen einem sehr ans Herz, die Themen natürlich auch. Aber das Schöne an dem Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ist, dass man praktisch in allen Feldern irgendwo mit beteiligt ist, weil eben den rechtlichen Sachverstand eigentlich alle brauchen. Und man hat viele wichtige originäre Themen, aber zum Beispiel den Verbraucherschutz oder auch Dinge wie Kinderrecht ins Grundgesetz, das ist jetzt meine Verantwortung, das habe ich als Familienministerin angeschoben, viele, viele andere Dinge, aber man ist fast überall beteiligt und es ist sehr breit. Horst Seehofer hat am Montag bei der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags gesagt, jetzt machen wir Tempo. Wie macht man Tempo, wenn man neu in ein Amt kommt, auch wenn man schon mal ein Amt geführt hat und auch wenn man sich thematisch in dem Neuen, das einem da bevorsteht, durchaus auskennt? Aber wie wollen Sie persönlich jetzt beispielsweise Tempo machen? Wie gehen Sie es an, diese Amtszeit als Justizministerin? Die Ministerien sind ja sehr gut organisiert und in der Vergangenheit auch gut geführt worden. Und diese Themen kommen ja nicht von 0 auf 100. Also ich nehme jetzt mal den Bereich Verbraucherschutz, der wirklich eine große Rolle spielen wird in den nächsten Jahren. Da sind ja ganz viele Vorhaben schon vorbereitet. Da haben wir auch viel Zeitdruck. Ich nehme mal den Bereich Musterfeststellungsklage, also quasi die Klage einer für alle. Wir wissen seit der Dieselaffäre spätestens, dass da viel im Argen liegt. Wir haben im Koalitionsvertrag sogar ein Datum stehen, bis wann das in Kraft sein muss. Und da sind natürlich schon viele Vorarbeiten da. Und dann beruft man als allererstes mal die zuständigen Mitarbeiter ein und dann geht das auch sehr schnell los. Und jetzt haben Sie gleich irgendwie wahrscheinlich eine neue Baustelle schon dabei, die auch innerhalb der Partei, innerhalb der SPD für Diskussionen sorgen wirkt, beziehungsweise auch schon Diskussionen ausgelöst hat. Nämlich das ist das Werbeverbot im Zusammenhang mit dem Paragraph für Abtreibung, im Zusammenhang mit dem Paragraphen 219a. Da sollte eigentlich eine Initiative der SPD gestartet werden, dieses Werbeverbot aufzuheben. Die Union wollte das nicht. Jetzt gibt es Diskussionen in der SPD, dass die SPD-Fraktion sich darauf eingelassen hat, diesen Antrag erstmal nicht zu stellen und zu verweisen eben an das Bundesjustizministerium. Und da sagen viele in der SPD, ist das der Anfang, den wir eigentlich machen wollten in dieser großen Koalition, um unser eigenes Profil zu schärfen, indem wir gleich zu Beginn schon mal ein Vorhaben, das wir hatten und haben, gleich wieder zurückziehen. Wie reagieren Sie darauf? Also die Darstellung ist nicht richtig. Der Antrag der SPD-Fraktion ist eingebracht worden und er wird auch nicht zurückgezogen, sondern es ist so, dass jetzt die Regierung
ja, eingesetzt wird und dann auch das normale Regierungshandeln beginnt. Und das heißt eben, dass so ein Gesetzentwurf auch im Ministerium erstellt werden kann. Ja, die Rolle der FDP war da eben so ein bisschen unglücklich, ne? Also in der Zeit, wo noch keine Regierungsbildung absehbar war, da hat sie sich verweigert, mit den anderen Parteien, auch mit uns, was zusammenzumachen. Dann hat sie sich bei der Union angedient. Und jetzt, wo klar wird, dass die Union auf uns zugegangen ist, da will sie jetzt auf einmal wieder mit uns zusammen sein. Also die wabern da so ein bisschen hin und her. Das ist kein verlässlicher Partner. Der verlässliche Partner ist die Koalition. Und die Union hat den Schritt auf uns zugemacht und hat gesagt, wir werden eine Regelung treffen. Und das ist jetzt mein Job, dafür einen guten Entwurf vorzulegen. Gleichwohl sagen viele Parteimitglieder, das ist nicht das, was wir uns eigentlich ausgedacht haben. Wenn wir wollen, dass die SPD in dieser nächsten großen Koalition mehr Profil zeigt. Diese Vorgehensweise akzeptieren viele SPD-Mitglieder nicht als das, was sie sich eigentlich vorgestellt haben. Was sagen Sie denen? Wir sind unterschiedliche Parteien in dieser Koalition. Drei sehr unterschiedliche Parteien. Deswegen sind wir auch haben unterschiedliche politische Ansichten. Und das wird auch deutlich werden. Aber in einer Regierung ist der erste Schritt, dass man als Regierung einen Vorschlag macht. Wir haben unterschiedliche Ausgangspositionen und die Kunst besteht jetzt darin, daraus einen guten Gesetzentwurf zu machen, im Interesse der Frauen, im Interesse der Ärztinnen und Ärzte, die Rechtssicherheit brauchen. Da war übrigens auch die Bundeskanzlerin mit uns einer Meinung. Sie war gestern bei uns in der Fraktion und hat uns das auch zugesichert, dass es einen solchen Gesetzentwurf auch von Seiten der Union geben wird. Und darauf verlassen wir uns auch. Katharina Barley, vielen Dank, dass Sie heute Morgen hier heute Mittag bei uns gewesen sind. Wir werden weiter beobachten, wie Sie nachher auch vereidigt werden im Deutschen Bundestag. Und wir haben, meine Damen und Herren, Bilder gerade gesehen, die ich nicht so richtig eindeutig zuordnen kann, weil ich sie tatsächlich nämlich nur mit einem Auge gesehen habe und wo ich zwar gesehen habe, dass die Bundeskanzlerin das Reichstagsgebäude verlassen hat, aber viel mehr auch gar nicht dazu sagen kann, weil ich das Bild einfach nicht richtig sehen konnte und schlussendlich auch nicht richtig verstanden habe. Wir werden das auflösen innerhalb der nächsten Zeit, denke ich, und wir werden jetzt aber erst noch mal schauen auf die Verkündung des Ergebnisses für die Bundeskanzlerin, werden uns dann vorübergehend hier aus dem Reichstagsgebäude verabschieden und sind dann aber rechtzeitig, sobald hier es weitergeht, auch wieder für Sie da. Zunächst nochmal ein Blick auf das Wahlergebnis 2018 für die Bundeskanzlerin.